Der Cubitus, Definition. Der Cubitus leitet sich vom lateinischen Wort decubar ab, das heißt liegen, wundliegen, decubiti ist die Mehrzahlform. In der Umgangssprache sagt man wundliegen, sich durchlegen oder Druckgeschwür. Decubitus ist eine Hautschädigung, die durch zu starken und zu lange anhaltenden Druck auf die Haut entsteht. Durch den Druck wird die Durchblutung verschlechtert. Die Gewebezellen erhalten zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe. Das führt zu Hautverletzungen oder sogar zum Absterben des Gewebes, Nekrose. Auch Scher- und Reibkräfte können Ursache eines Dekubitus sein. Risikogruppe. Ein erhöhtes Dekubitusrisiko haben unter anderem Personen, die über eine Stunde in der gleichen Position verbleiben und keine Entlastungsbewegungen machen. Alte Menschen mit trockener, unelastischer, dünner Haut. Personen mit Durchblutungsstörungen, Personen mit Sensibilitätsstörung und Lähmungen, sehr magere oder übergewichtige Personen, Personen mit Gipsverbänden, Schienen und so weiter, sehr kranke, schwache oder bewusstlose Personen, Krebserkrankungen, sterbende Unfallopfer, Intensivstation. Dekubitus-Stadien. Dekubiti werden in 4 Grade eingeteilt. Ich zeige Ihnen jetzt im Lehrbuch die Fotos. Ich hoffe, ihr seht das. Grad 1. Die Haut ist gerötet und die betroffene Person verspürt eventuell ein Brennen. Möglicherweise zeigen sich kleine Ödeme, Hautverhärtungen oder eine Hautstelle ist wärmer als normal. Die Menschen mit Wahrnehmungsstörung, zum Beispiel Lähmung, Diabetes, nichts von diesen Anzeichen merken, ist besondere Aufmerksamkeit nötig. Das ist Grad 1. Grad 2 ist so. Es entsteht eine Blase oder Schürfung von unterschiedlichen Größe. Grad 3. Die Wunde ist offen, größer und tiefer. Es kann eine Nekrose, totes Gewebe, schwarze Stellen bestehen. Grad 4 ist hier. Die Wunde ist sehr tief. Muskeln, Knochen und Gelenke können betroffen sein. Es bestehen Nekrosen. Dekubitus gefährdete Stellen. Gefährdet sind vor allem Körperstellen, die wenig Muskelpolsterung zwischen Knochen und Haut haben. Hier seht ihr noch, wo die gefährdeten Stellen sind. Gut. Dekubitus Prophylaxe. Druckentlastung. Die beste Dekubitus-Prophylaxe ist das sich bewegen, damit der Körper nicht immer an der gleichen Stelle auffliegt. Immobile Personen müssen regelmäßig, meist alle 2 Stunden, umgelagert werden. Zudem ist es wichtig, den Druck auf die Auflagepunkte durch Kissen und andere Hilfsmittel zu verringern oder durch Freilagerung. Gar keinen Druck entstehen zu lassen. Die Fersen können zum Beispiel hochgelagert werden, damit sie die Matratze nicht berühren. Und auf den Rollstuhl kann ein Gelkissen gelegt werden. Weitere Maßnahmen sind angepasste Matratzen, Antidekubitus-Matratze, saugfähige Unterlagen, kein Gummi oder Plastik, keine Leintuchfalten, Gegenstände und Brotkrümel im Bett, keine zu engen Schuhe, keine eingeengten Kleider, gut sitzende Brillen und Hörgeräte. Durchblutungsförderung. Regelmäßige aktive oder passive Bewegungsübungen verhelfen zu anderen besseren Durchblutung und fördern zudem ein gutes Körpergefühl. Immobile Personen verlieren zunehmend das Gefühl für ihren Körper.
Hautschutz. Angepasste, sorgfältige Hautpflege, siehe dazu Körperpflege. Da habe ich, mache ich noch ein anderes Video, dass es nicht zu lange wird. Ernährung. Sie spielt eine wichtige Rolle im Vermeiden von Dekubiti. Eiweiß tragen dazu bei, dass Haut gesund bleibt und das geschädigte Gewebe wieder heilt. Viel trinken fördert die Hautgesundheit. So, das war so das Wichtigste zum Thema Dekubitus.